Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe hier im Kloster eine ganze Weile gebetet, dachte ich jedenfalls, dass es eine Weile gehen würde, aber tatsächlich war es nur 6 Mal, denn ich konnte meinen Mana nur um 5 Punkte steigern. Ich bin jetzt bei 360 und beim 6. Mal ging dann meine Lebensenergie um 3 Punkte hoch für 100 Gold und ja, dann habe ich es gelassen, weil ich könnte zwar noch 100.000 Mal beten für jeweils 10 Gold, um meine Lebenspunkte ein bisschen zu erhöhen, aber das ist meiner Meinung nach bei über 800 Lebensenergie, die ich habe, sind das Peanuts. Das lohnt sich nicht wirklich. Das bringt nicht allzu viel. Von daher bin ich jetzt gewillt zu sagen, die ganze Beterei hat ein Ende, größtenteils. Es sei denn, ich schlafe nochmal irgendwo und komme zufällig an einem Schrein vorbei, dann nehme ich das natürlich gerne mit. Aber ich werde hier jetzt nicht wertvolle Zeit verschwenden, nur um meine Lebenspunkte um ein paar Popel zu erhöhen. Nein, stattdessen, ich bin mittlerweile zuversichtlich, dass dieses hier die letzte Folge in Korinnes ist und in der nächsten werden wir nach Irdorath segeln. So, zunächst aber diesen Suchenden hier erledigen. Den hatte ich schon eine ganze Weile auf meiner Liste. Ohne Scheiß. Meine Liste hat noch... die Treppe wegstreichen. Jetzt hat meine Liste noch... 6. Noch 6 Punkte, die es abzuarbeiten gilt. Und ich glaube, ich schaffe sie alle heute. Mindestens 5 davon. So, hier ist noch ein Suchender nämlich. Den wollte ich auch loswerden. Ein Degen der Banditen. Ah, schade. Beim Testen, als ich rumgelaufen bin, wo ich überall noch hin muss, hatten die Suchenden zumindest Mana-Tränke dabei. Das war wesentlich angenehmer. Aber gut. So, Grundstöcke gibt's hier leider nicht. Aber dafür 2 Lurker. Und jede Menge Heilkräuter. Heilpflanze, Heilpflanze und... Heilpflanze und eine Sprochrolle. Und das da sieht mir aus wie... ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Schwere Wunden heilen. Okay. Moment, schwere Wunden? Wow, 800 Lebenspunkte für nur 5 Mana. Das ist gut. Das ist deutlich besser als meine leichte... Oder? Nee, nicht deutlich. Wie gut ist es denn? Heiliges Licht? Nee, wo habe ich es denn da? Leichte Wunden heilen. 200 für 10. Ja, okay, doch. Das ist Faktor 8 besser. Das ist tatsächlich wesentlich besser. Allerdings kann ich es halt nur einmal einsetzen. So, hier im Gebüsch ist nichts mehr. Apropos Mana, ich bin bei 110. Ich fülle mal ein bisschen auf, damit ich hier noch ein bisschen zaubern kann. Und ich glaube, es gibt hier noch den einen oder anderen Suchenden, wenn ich mich recht erinnere. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 8.50 Uhr. Ich glaube, an diesem Tag habe ich gebetet und habe die Lebenspunkte gekriegt. Und danach habe ich direkt gespeichert. Da ist einer. Leider auch wieder nur einer, sodass ich keine Todeswelle machen kann. Also ich kann es schon, aber das wäre eine Mana-Verschwendung. Aber schon bei 2 würde ich Mana sparen, wenn ich Todeswelle mache, statt heiliges Geschoss. Habe ich noch genug Mana? Ja, ich habe noch genug Mana für einen. Ich habe allerdings nicht genug Mana für eine Todeswelle jetzt. Da werde ich ein bisschen nervös. genau. Hier ist ein Schrein. Ist hier noch ein Suchender? Sieht nicht so aus. Gut. Dann hätten wir nochmal 2 Punkte abgehakt. Nämlich den See und den Schrein. Ich weiß gar nicht, warum ich den Schrein aufgeschrieben habe. Vielleicht, weil da sich noch ein Suchender rumtrieb. Könnte sein. Ach, da ist er doch. Zack. Was sagt's denn? Geht doch. Ach, wieder nur ein Lebenstrank. Schade. Und da ist Grom, der alte Jäger. Nun gut. Damit haben wir noch 4 Punkte auf der Liste und 3 davon sind da oben bei dem Lager der Banditen. Denn hier war ich auch schon ewig nicht mehr, aber hier war ich mal, falls ihr euch erinnert, vor langer, langer Zeit. Dort gab es die Hinweise, wo die vermissten Bürger von den Banditen hin verschleppt wurden, nämlich durch Dexter, den Oberkopf der Banditen. Und außerdem musste ich hier, glaube ich, mit Greg mich gut stellen, damit der... Nee, musste ich nicht. Aber habe ich trotzdem getan. Wie dem auch sei. Okay, also, zu aller... Blödsinn, hier muss ich gar nicht rein.
Spiel muss ich gar nicht, weil ich möchte nämlich stattdessen in diesen Turm hier. Denn als ich damals hier war, glaube ich jedenfalls, habe ich die Truhe nicht geknackt, oder? Ja, doch, habe ich. Okay. Egal. Aber ich kann hier schlafen. Und ich könnte jetzt bis mittags schlafen, aber ich schlafe trotzdem bis zum nächsten Morgen. Wie gesagt, wenn es irgendwie geht, möchte ich dann das Beten doch noch irgendwie mitnehmen. Nee, Quatsch, hier oben war nichts. Hier oben war ich definitiv. Da war nämlich der Feuerbogen. Dann muss ich in einen anderen Turm. Ich habe mir leider nicht exakt genau aufgeschrieben, in welchen Turm ich will. Oder war es der? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber oben war ein Mana-Trank, deswegen möchte ich da tatsächlich gerne hingehen. Weil Mana-Tränke sind wichtig. Habe ich die Truhe geknackt? Ja, habe ich. Ah, ich dachte, irgendwo hier wäre eine Truhe, die ich noch nicht geknackt hätte. Hätte die sein können, weil ich sie vielleicht nicht direkt neben Greg so knacken wollte. Keine Ahnung. Nun denn, es gibt hier, glaube ich... Oder was sagt der andere Turm? Verdammt. Nee, es war hier. Genau. Ein Trank. Und noch ein Trank. Der erste war ein Mana-Trank, der zweite ein Heiltrank. Sehr schön. Hätten wir das erledigt. Und dann wären eigentlich nur noch diese beiden Höhlen hier auf der Liste. Und ja, noch eine andere Kleinigkeit. Nochmal eine Höhle direkt vor Corinis. Aber da muss ich eh hin. Nach Corinis, um dann in See zu stechen, nach Irdorath. So sieht's aus. So, und zwar, falls ihr euch erinnert, ich war hier tatsächlich, als ich hier war, für die Banditen, hinten bei der Höhle, glaube ich jedenfalls, und ich bin grandios gescheitert, weil ich viel zu schwach war. Jetzt hätte ich natürlich mittlerweile schon zwischendurch herkommen können, also jetzt ist es wahrscheinlich viel zu einfach für mich, aber das soll mich nicht davon abhalten, hier reinzugehen. Der Schritt nach vorne war gut. Nichts zu holen. Gut, nehme ich erstmal die Sachen hier an mich. Vielleicht kann ich ja damit noch den ein oder anderen Mana-Trank kaufen. So, von Zombies kriege ich leider immer noch nichts. Ah, hier ist eine Truhe. Moment, was liegt hier? Hier liegt nichts. Zweimal links. Zweimal rechts, einmal links. Ha, das war ja einfach. Und noch ein Mana-Trank. Yay. Ich glaube, ich habe es ja schon erwähnt. Ich brauche keine Heiltränke mehr, effektiv. Ich meine, ich habe sie zwar noch und ich benutze sie. Aber brauchen tue ich sie eigentlich nicht. Denn ich habe ja mein Wundenheilen. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wesentlich besser, als wenn ich Heiltränke kaufe. Kriege ich die so? Komme ich mit zwei Skeletten klar? Und noch ein Zombie. Ah, das wird knapp. Das wird knapp. Komm, mach die Tür hinter dir zu. Mach die Tür zu. Ich sagte, mach die Tür zu. Na gut. Dann muss ich immer ein bisschen weg. Leider gehen die von Tageslicht nicht kaputt. Das wäre witzig. Komm, trink. 100. Natürlich. 100. Trink? Achso, ich trinke. Es wird noch nicht weniger. Okay. Sorry, das ist ein Glitch. Da habe ich mir gerade aus Versehen Mana-Tränke erglitscht. Witzig. Das war keine Absicht. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Gut, was sagt der Mana? 110. Kommt noch einer. Dann kann ich da drin auf jeden Fall nochmal sowas hier zaubern. Und, weiß nicht, ob ich das brauche. Sicher ist sicher. Zombie, ja gut. Viel Angst vor Skelettmagiern, um ehrlich zu sein. Nun denn, ein Feldknitterich und eine Steintafel. Die Steintafel ist nicht so wild. Ist, glaube ich, keine Magie, wenn ich recht erinnere, sondern... Hey, hey, immerhin. 15 Lebenspunkte. Und damit wahrscheinlich wesentlich mehr, als ich durch...
Nichts zu holen. Ach, schau mal einer an. Da waren Skelettmagier. Wesentlich mehr, als ich durch Beten noch erhalten werde. Von daher nehme ich das dann irgendwie doch gerne. So, Zombie, komm mal her. Reicht da einer? Ja, da reicht ein heiliges Geschoss. Komm, den Rest kriege ich so hin. Sag ich doch. Sag ich doch. Ah, da ist noch einer. Moment, sind da noch mehr hinter der Ecke? Das könnte potenziell sein. Nicht genug? Exakt. Massen sterben. Aus, als wäre hier jetzt noch ein Gegner gewesen. Vielleicht hier drüben? Vielleicht? Vielleicht auch nicht? Nein, kein Gegner. Nur eine Fackel und eine Truhe. Links, rechts, rechts, links. Rechts. Nochmal. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links am Ende. Okay. Gut. Naja, da ist nicht wirklich was drin. Aber immerhin habe ich habe ich keine Dietriche verschwendet und sogar noch welche gekriegt. Gut. Das wäre die erste Höhle. Dieses war der erste Streich. Und der zweite folgt so gleich. Moment, ich hack mal hier eben ab. Die zweite Höhle hinter Dexters Turm. Die zwei Tränke auf dem Turm. Genau, die erste Höhle bei dem Turm ist damit tatsächlich das vorletzte in Korinis, was ich erledigen möchte. Aber jetzt zuerst mal noch hier ein paar Heiltränke reinpfeifen. Das muss dann doch noch sein. So, wie viel nehme ich da? Ich nehme mal zwei hiervon und dann vier hiervon. Dann soll ich 350 Mana haben. Exakt. Sehr schön. Gut, dann ab nach draußen und in die... Oh, was hängt denn da an der Wand? Das ist ja hübsch. Moment. Ist das nicht von Elder Scrolls? Ist das vielleicht eine Anspielung an Elder Scrolls? Könnte sein. Kann ich nicht ausschließen, aber ich bin nicht gut genug in Elder Scrolls. Also Morrowind und Skyrim und Oblivion und so. Aber ich bin da nicht versiert genug, um das jetzt mit Sicherheit zu sagen. Es erinnert mich auf jeden Fall daran. Aber es ist schon lange her, dass ich Morrowind durchgespielt habe. Und bei Oblivion kam ich nie wirklich weit. Skyrim habe ich nie angefangen. Bei Morrowind habe ich einmal durchgespielt, aber das Spiel hat es nicht gemerkt. Irgendwie. Ich habe den Gegner besiegt, ohne dass davon nichts passiert. Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Wir sind hier bei der letzten... Nein, bei der vorletzten Höhle. Entschuldigung, bei der vorletzten Höhle. In Korinis. Das Gitter darf sich jetzt gerne hochfahren. Hallo, Gitter? Jetzt. Nur einer. Das mache ich im Nahkampf. Einen einzelnen. Mit einem einzelnen werde ich fertig. Oh, hier sind noch mehr. Sehr schön. Ich muss ja sagen, ich mag meinen Crawler. Wisch ich von hier alle? Oder keinen? Den da rechts kriege ich. Und den da hinten habe ich auch gekriegt, den einen zumindest. So, was haben wir hier? Ui, Erzbrocken. Erzbrocken, großartig. Die sind wertvoll, die kann ich teuer verkaufen. Und mir davon dann Mana-Tränke holen. Sehr schön. Noch mehr Erzbrocken. Ich glaube, so ein Erzbrocken ist 200 wert. Ich kriege zwar nur einen Teil davon, aber immerhin dann 30 Gold. Das heißt, ein Erzbrocken ist effektiv ein kleiner Mana-Trank. So ungefähr, glaube ich jedenfalls. Muss ich nochmal nachschauen, aber ich glaube schon. So, hier ist nichts. Nichts zu holen. Schade. Nun gut. Dann ab in die Hafenstadt und das
vorletzte Element von meiner Liste herausstreichen. So, ich habe... Das habe ich schon immer gesagt. Geld. Und ich brauche Mana-Tränke. Wirklich? Wobei, eigentlich ist es blöd, dass ich jetzt in die Stadt gehe. Weil da muss ich am Ende eh hin. Ich würde jetzt zuallererst noch mal ins Kloster gehen. Ich habe es selbst erlebt. Denn dort kann ich bei Gurax sicherlich mehr Tränke kaufen, als ich in der Stadt jemals kriegen würde. Oder hat Zuris noch dauerhafte Steigerungstränke? Ich mach mal Folgendes. Also hier kann ich auf jeden Fall mein komplettes Geld ausgeben. Definitiv. Ring der Steinhardt brauche ich nicht, den kannst du haben. Ich will mir jetzt eigentlich nicht die Waffen verkaufen. Aber ich tue's trotzdem. Weg damit, weg damit. Gib noch ein bisschen Geld. Das schwarze Erz will ich, wie gesagt, behalten. Die Heilung der Besessenheit auch. Und... ja, aber den Sprollen, die behalte ich lieber auch. Nee, was ich loswerden will, ist das Erz. 30 pro Stück mal 5 macht 550. Dann habe ich noch die Kerzenständer. Alte Münzen brauche ich nicht wirklich. Hatte ich nicht noch irgendwie ganz viele wertvolle Dinge hier? Doch, genau. Aus der Banditenhöhle. Aus dem Banditenlager auf der Insel. Da habe ich die her, genau. So, und ich habe gesagt, ich will 5 von jeder alchemistischen Zutat. Nicht mehr. Das sollte reichen für alles. So, dann schauen wir doch mal, wenn ich das hier alles verkaufe, wie viel Gold ich dann habe. Kohle reichen 5. Und... boah, Skelettknochen brauche ich auch nur 5. Ich glaube, Skelettknochen sind tatsächlich eine alchemistische Zutat. Oder zumindest für irgendwelche Runen. Goldene Schale. 4700. Dann wie eine Klappmuschel. Und auch eine Perle drin. Sehr gut. Und die Perle würde ich dann auch noch verkaufen. Wo ist sie? Da. Ha, die ist teurer als die Muschel. Sehr schön. Gut. Ha. Ich ärgere euch jetzt ein bisschen, weil ich habe mir jetzt gerade nochmal anders überlegt. Ich will... doch zuerst in die Hafenstadt, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob Zuris nicht doch noch dauerhafte Steigerungstränke hat. Und falls ja, möchte ich die auf jeden Fall mit meinem Geld kaufen, bevor ich mir Mana-Tränke hole. Das Problem ist nämlich, ich kann bei Gorax so viele Tränke, wie der jetzt noch hat. Ich dachte nicht, dass er so viele hat. Ich kann nicht bei Gorax komplett pleite kaufen und habe immer noch Tränke bei ihm, die ich kaufen kann. Von daher will ich jetzt zuerst mal zu Zuris und schauen, ob ich da nicht noch was Wertvolleres kriegen kann. Bei Sagitta war ich auf jeden Fall. Die habe ich leer gekauft. Die Frage ist nur, ob Zuris noch was hat. Und wenn ja, dann nehme ich das natürlich. Vor allem Mana-Steigerung. Zeig mir deine Ware. Und? Nein, er hat keine Mana-Steigerung mehr. Schade. Aber er hat Lebenssteigerung. Nee, das lohnt sich nicht. Gut, was? Amulette? Ach so, ja gut, das brauche ich ja nicht. Ich habe ja meinen Innos-Schutz. So, 2 Mana pro Geld, weniger als 2 Mana pro Geld, nochmal weniger Mana pro Geld. Also am effizientesten sind tatsächlich die kleinen Tränke hier. Da gehe ich mal auf, keine Ahnung, 60. Und dann würde ich mal sagen, mache ich doch hier auch 60 draus. Und Mana-Elixier mache ich mal so 20. Und 10, die mich sofort heilen. Und dann verschieße ich mein letztes Geld in noch mehr kleine Tränke, die einfach sehr effizient sind. Also Geld, Mana pro Geld, so gesehen. Ups, das war's. Mehr kleine gibt's nicht. Gut, dann eben die 75er. Viel? 80? Ja, also noch knapp 500 Gold. Das sollte fürs Erste noch genug sein. Und tatsächlich würde ich jetzt aber nochmal eine Runde speichern. Denn jetzt ist eigentlich auch die Folge schon zu Ende und ich habe das letzte auf meiner Liste noch nicht gemacht, aber ich werde euch zeigen, was es ist. Ich bin fast da. Ich möchte nämlich hier runtergehen in dieses Tal, denn da unten gibt es noch eine Höhle und einige Gegner. Und soweit ich mich erinnere, nochmal eine Steintafel. Und das möchte ich dann doch noch gerne mitnehmen, bevor ich nach Irdorad gehe. Und dann habe ich meines Wissens nach Korinis komplett durch.
Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch noch irgendwie eine Kleinigkeit übersehen habe oder so. Keine Garantie dafür. Aber nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe sehr viel offscreen erforscht und versucht zu entdecken. Ich habe nichts mehr gefunden, was sich jetzt noch lohnen würde, abzulaufen. Von daher sage ich jetzt einfach mal, das hier ist das Letzte, was ich machen werde. Danach gehe ich nach Irgorath. In Richtung Endgegner und Welt retten natürlich. Eigentlich habe ich das schon viel zu sehr rausgezögert, die Welt zu retten. Aber hey, was willst du machen? So ist das Leben. In Corinis. Gut. Wie gesagt, die Folge ist schon wieder so lang. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal segeln wir gegen Irgorath. Auf Wiedersehen. Bis dahin.